Das ist George Friedman, ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler und der Gründer des privaten Informationsdienstes Stratfor, der von Medien auf der ganzen Welt inoffiziell als private CIA bezeichnet wird. Das Hauptinteresse der Vereinigten Staaten, um das wir ein Jahrhundert lang Kriege geführt haben, den Ersten, den Zweiten Weltkrieg und den Kalten Krieg, gilt den Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Denn vereint sind sie die einzige Kraft, die uns bedrohen könnte. Und wir müssen sicherstellen, dass dies nicht geschieht. Erinnern wir uns daran, warum die NATO gegründet wurde, um Deutschland in Schach zu halten, um das Entstehen des Vierten Reiches zu verhindern und so weiter. Die Hauptfrage lautet hier nicht, warum es ihnen passiert ist, sondern was wir dagegen tun sollten. Ich habe bereits Karl Haushofer erwähnt. Später wurde ihm der Stempel aufgedrückt, er sei der Geopolitiker des Dritten Reiches gewesen. Aber in Wirklichkeit war er nur ein Geopolitiker, und zwar ein sehr talentierter. Er schrieb einmal, Deutschland baue die falsche Achse auf. Es hätte keine Achse Italien, Deutschland, Japan geben sollen, sondern die Achse Deutschland, Russland. Das schrieb er und sagte, dass dann alle Kriege auf der Welt enden würden. Das entspricht auch der heutigen Realität. Wenn Russland eine wirklich tiefe Partnerschaft mit Deutschland einginge, eine unbefangene, ohne die zahlreichen Fallstricke, ein solches Bündnis zwischen Russland und Deutschland wäre unvergleichlich. Mir ist keine Kraft bekannt, die in der Lage wäre, es herauszufordern. Bereits 2015 skizzierte George Friedman die Politik, die die Vereinigten Staaten verfolgen sollten, um die Bildung einer Allianz zwischen Deutschland und Russland zu verhindern. Die Vereinigten Staaten haben ein grundlegendes Interesse. Sie kontrollieren alle Ozeane der Welt. Keine andere Macht hat das jemals geschafft. Deshalb können wir in andere Länder einmarschieren und sie können nicht bei uns einmarschieren. Das ist eine sehr schöne Sache. Die Aufrechterhaltung der Kontrolle über die Meere und den Weltraum ist die Grundlage für unsere Macht. Der beste Weg, eine friedliche Flotte zu besiegen, ist, sie gar nicht erst entstehen zu lassen. Die Briten haben sichergestellt, dass keine europäische Macht eine Flotte bauen kann, indem sie dafür gesorgt haben, dass sich die Europäer gegenseitig an die Gurgel gingen. Experten gehen davon aus, dass in Washington dieselbe Technik angewandt wird, um Russland und Deutschland in einem ständigen Konfliktzustand zu halten, damit sie sich niemals zusammentun und die Vereinigten Staaten an Einfluss und Macht übertreffen können. Jeder weiß, dass der schlimmste Albtraum der Amerikaner eine Allianz zwischen Russland und Deutschland ist. Es ist ein böser Traum, der sie nachts wach hält. Übrigens entstand die Situation in der Ukraine im Jahr 2014, weil sich unsere Beziehungen zu herzlich gestalteten, mit Gaspipelines und so weiter. Jetzt bekämpfen wir uns wieder gegenseitig. So wie wir es schon einmal getan haben, während der beiden Weltkriege. Wer hat die beiden Weltkriege angezettelt? Wer hat sie in Gang gesetzt und angetrieben? Wer kämpfte? Deutschland gegen uns. Jetzt inszenieren sie das gleiche Szenario. Und wenn man wollte oder verhindern wollte, dass deutsche Technologie mit russischen Bodenschätzen zusammenkommt, haben wir jetzt russische Bodenschätze und chinesische Technologie. Sind wir irre? Sind wir irre? Wir sollten die Freundschaft pflegen, das ist billiger und besser für den Westen. Haben wir nicht gemacht. Und das zeigt, wir sind... Deutschland befindet sich in der Tat in einer sehr schwierigen Lage, aus der es keinen Ausweg gibt. Nur wir können es da rausholen. Wir müssen die Deutschen notfalls bei den Ohren packen. Das ist unsere Verantwortung, denn die Angelsachsen werden sie kurzerhand im Kriegsfeuer verheizen. Die Helden unseres Films, Ken, Laura und Liane, sind echte deutsche Patrioten. Jeder von ihnen liebt sein Land und wünscht sich eine bessere Zukunft. Sie alle sind der Meinung, dass ihr Heimatland nur dann prosperieren könne, wenn es gute Beziehungen zu Russland unterhalte. Wir wissen nicht, wie sich die Beziehungen dieser Länder entwickeln werden. Wir können nur hoffen, dass der gesunde Menschenverstand die Oberhand über die Ambitionen einzelner Politiker gewinnt. Russland und Deutschland brauchen einander, damit es nie wieder einen Krieg in Europa geben wird.